Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Pokémon Glitches, heute aus der zweiten Generation. Mein Name ist PokémonTutorialTV und ich werde euch einige davon hier heute vorstellen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und wir fackeln nicht lange rum und legen direkt los damit. Zum ersten Glitch würde ein Backpacker wohl sagen, alle Wege führen nach Rom. Oh Mann, wenn du wüsstest, wo Rom liegt, dann wäre ich schon gleich tot. Weg mit dir! So, fangen wir dementsprechend einfach mal mit dem ersten Glitch an. Ich möchte diesmal auch gerne betonen, dass diese Glitches, die ich in diesem Video zeige, für alle Versionen für Gold, Silber und Kristall funktionieren, unabhängig davon, ob ihr es auf einem Emulator oder auf einem echten Gameboy spielt. Konkret geht es um die Attacke Teleport in diesem Beispiel. Es kann aber auch manchmal bei Schaufler und Fluchtseil passieren. Bei Teleport wird explizit die Nachricht eingeblendet, dass man zum letzten Pokémon Center teleportiert wird. Das ist nicht wie in Generation 3 davon abhängig, ob man die Map betritt, sondern in diesem Falle davon abhängig, ob man in dem Pokémon Center geheilt worden ist. Dementsprechend ist das ein essentieller Unterschied in der Mechanik. Um den konkreten Glitch auszulösen, müsst ihr mit der MS Aqua fahren. Es ist übrigens völlig unabhängig davon, in welche Richtung ihr fährt, sprich Johto, Kanto, Kanto, Johto, es ist vollkommen egal. Legt euch nun ins Bett und wartet die Nachricht des Matrosen ab, dass das Boot nun in der jeweiligen Stadt angelegt hat. Dann verlässt ihr das Boot. Nach logischer Mechanik müsste nun Teleport euch entweder nach Orania City oder nach Vertania City zurückbringen. Jedoch ist weder A noch B der Fall und stattdessen landet ihr in Olivania City, der Stadt, in der ihr gerade angelegt habt, obwohl ihr noch nie in diesem Pokémon Center wart. Bevor ihr verwechselt, wo Norden und Süden und Süden und Osten ist, vermachen wir lieber direkt weiter mit dem zweiten Glitch. Ein Rocket Rüpel würde wohl zu unserem zweiten Glitch sagen. Radiowellen sind genau das Richtige, um Pokémon zu verändern. Weißt du was, hör dir aber oder sowas an, aber du bist sowas von 90er Jahre, hau ab. Alles, was ihr für diesen Glitch benötigt, ist ein Trainerkampf, ein Shiny Pokémon und ein Ditto, das natürlich die Attacke Wandler beherrscht oder wie sie auch in der zweiten Generation genannt wird, Verwandler. Für den Glitch ist es übrigens nicht vonnöten, mit dem Shiny-Pokémon zu beginnen. Das habe ich nur getan, um Baldorfisch hier an der Stelle zu schwächen. Das Interessante an dem Glitch ist eigentlich nicht an sich der Glitch, sondern die Art und Weise, wie er entsteht. Denn beim Gameboy war es der Fall gewesen, dass nur eine gewisse Palettenanzahl gehalten werden konnte, um die jeweiligen Grafiken darzustellen. Das Blöde daran war, dass der Entwickler einfach zu diesem Zeitpunkt nicht bedacht hat, dass bereits alle Paletten zu diesem Zeitpunkt belegt sein können. Aber nun wieder zurück zum eigentlichen Glitch. Verwandelt, um den Glitch auszuüben, euch in das gegnerische Pokémon mit Hilfe von Verwandler. Besiegt es! Falls jetzt die Nachricht kommen sollte, dass ihr das Pokémon wechseln wollt, drückt ihr auf Ja, wechselt nun auf das Shiny-Pokémon. Für einen Augenblick lang wird das Pokémon, das aktuell im Kampf ist, zu der normalen Farbe des Shiny-Pokémon. Ziemlich kurios, aber zum Glück ist es wirklich nur ein kleiner Palettenglitch. Noch als kleine Anmerkung, hier kann sich Game Freak wirklich glücklich schätzen, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist. Man möge sich nur vorstellen, dass bei jedem Wechsel von Shiny Garados das Spiel abgestürzt wäre. Das wäre eine richtige Blamage für Game Freak und Nintendo gewesen. Aber wie der Zufall so will, ist natürlich die Fehlerbehandlung in Generation 2 so gut gewesen, das mindestens zu handeln. Anyways, kommen wir nun zum nächsten Glitch und da würde Meister mal sagen, Pokémon fangen ist reine Nebensache. Tja, lieber Meisterball, wenn ich dich so oft gehabt hätte, aber du warst so schnell weg. Oh mein Gott. Und hier ist in Generation 2 einiges schiefgelaufen. Mit dem wohlgemerkten einiges. Ja, jedenfalls kennen wir die jeweiligen Formeln, um die jeweiligen Pokémon zu fangen. Man hatte dann dementsprechend verschiedene Bälle eingeführt, die natürlich den Fangeffekt verstärken sollten. Ein Beispiel.
Sicherlich kennt ihr das, dass durch eine Premiere-Statusveränderung die Fangquote sich ändert und zwar verbessert wird. Bei Vergiftung, Verbrennung und Paralyse müsste die Fangquote eigentlich um 5 ansteigen. Das Problem ist, durch einen Programmierfehler werden diese Konditionen einfach ignoriert und die Fangquote steigt gar nicht an. Dies Good Old Days, wo die Pokémon noch schwer einzufangen waren. So, holt jetzt das Popcorn raus, denn jetzt wird's richtig abgefahren. Denn diese Bugs sind einfach nur krank und man muss einfach darüber lachen. Der erste Bug ist bezüglich des Simpa-Balls, der in der zweiten Generation eingeführt worden ist. Eigentlich sollte der die Fangrate auf 8 erhöhen, wenn die Pokémon ein unterschiedliches Geschlecht haben. Wie die Ironie es denn so will, ist das Problem hier an der Stelle, dass hier nicht auf einen Unterschied, sondern auf die Gleichheit geprüft worden ist. Wieso der Simpa-Ball jetzt nun in Wirklichkeit bewirkt, dass die Fangrate von 8 nur dann der Fall ist, wenn die Pokémon dasselbe Geschlecht haben. Okay, meine Damen und Herren, ab sofort heißt der Simpa-Ball nun sofort Gay-Ball. Fertig. Und ich weiß schon, über diesen Bug werdet ihr euch ziemlich ärgern, denn diesen Ball hat jeder von euch mindestens einmal verwendet, wenn er wirklich die Generation 2 einmal gespielt hat. Denn der Turbo-Ball war vor allen Dingen bei Suicune sehr beliebt gewesen. Der Effekt des Turbo-Balls ist sehr simpel. Alle Pokémon, die fliehen können, erhalten die Fangquote von 4. Was natürlich ziemlich gut ist, weil viele Pokémon damals imstande waren zu fliehen. Das Problem steckt wirklich im Detail. Der Turbo-Ball sollte normalerweise für 0x35 Einträge gelegt sein. 30 wurden effektiv genutzt. In hexadezimal ausgedrückt ist 0x35 23. Das Problem daran ist, dass die Entwickler schlicht und einfach vergessen haben, die 2 vorne dran einzufügen. Was bedeutet, dass nur die ersten 3 Einträge effektiv ausgelesen werden. Nämlich der von Magnetilo, Slimer und der von Tangela. Bei allen anderen Pokémon verhält sich der Turbo-Ball wie ein normaler Pokéball. Wirklich ziemlich jämmerlich. Das heißt, derjenige, der von euch damals versucht hat, mit dem Turbo-Ball damals ein Suicune zu fangen, war damals wirklich schlechter dran gewesen, als derjenige, der einen Hyperball auf Suicune geworfen hatte. Tja, da hättet ihr mal lieber nicht auf die Beschreibung hören sollen. Zu guter Letzt mein persönlicher Favorit, der Mondball. Schauen wir uns einmal den Effekt des Mondballes an. Nämlich bei allen Pokémon, die sich durch den Mondstein entwickeln, ist die Fangquote 4. Selbst ein kleines Kind versteht also, dass der Mondball effektiv mit dem Mondstein zusammenhängt. Und natürlich auf dem Mondberg es Pokémon zu fangen gibt, die mit dem Mondball effektiver gefangen werden können als mit anderen Bällen. Soweit die Theorie von einigen Spielern und Entwicklern. Jetzt haben sich die Entwickler aber gedacht, ach, wisst ihr was, das liegt ja zu sehr auf der Hand, dass der Mondball auf dem Mondberg mit dem Mondstein verknüpft ist. Wir machen das lieber so. Wir nehmen einen Mondball, den Mondberg, aber einen Feuerheiler. Was? Ja, ihr habt richtig gehört. Mondball, Mondberg, Feuerheiler. Der Mondball bewirkt nämlich bei allen Pokémon, die sich durch den Feuerheiler entwickeln, ist die Fangquote 4. In vielen Foren und auch in Wikis, wie zum Beispiel dem offiziellen Poké-Wiki, wird das leider falsch dargestellt und es wird gesagt, dass das schlicht und ergreifend nicht einprogrammiert worden ist. Das ist falsch. Der Mondball überprüft schon, ob ein Item für das Pokémon verwendet werden kann. Leider ist der Feuerheiler nicht imstande, eine Entwicklung zu vollführen, wieso der Mondball immer die Fangquote eines Pokéballs hat. Ist natürlich jammer schade, aber nicht wirklich so dramatisch, denn wie gesagt, es gibt nicht so viele Pokémon in der zweiten Generation, die sich durch den Mondstein entwickeln. Ferner wurden alle Bugs in der vierten Generation behoben und das ist natürlich die Hauptsache, dass hier auch aus den Fehlern gelernt worden ist. Ja, meine Damen und Herren, das waren sie, die Pokémon-Glitches aus der zweiten Generation. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, liken und favorisieren natürlich hier an der Stelle nicht vergessen.
Es würde mich freuen, wenn ihr dieses Format hier auch weiter so unterstützen würdet wie bisher. Ich finde das echt klasse und das motiviert mich natürlich auch, weitere Videos zu machen. Hier noch ein paar Vorschläge von mir. Viel Spaß! Uiuiuiui, da gibt es aber noch ganz schön viele andere Glitches, die ziemlich viel durcheinander bringen können. Wie wäre es zum Beispiel mit Generation 6, Fluch, Nutznießer und Trugbild-Bug? Oder wer keinen Bock auf die Pokémon-Liga in Generation 3 hat, der kann sich gerne das rechtsstehende Video ansehen. Einfach mal draufklicken und ansehen, ist der Rede wert.